Entscheidende war die Bewegung der Menschen selbst, die Massenflucht, die in diesem Jahr also nicht abriss, sondern immer mehr zunahm. Nicht? Und die Führung sah natürlich auch, wie das Renommee, ihr eigenes Renommee in der Welt also versackte, versickerte. Nicht? Und daraus resultierte dann, dass man da irgendetwas ändern muss. Und einige wenige im Politbüro kamen zu dem Schluss, das muss man nicht machen, durch man eine noch dickere Mauer macht, sondern indem man also die Mauer öffnet. Und das wurde begonnen mit einem, also nach dem Sturz von Honecker, der sich einer solchen Entwicklung verweigerte, also durch ein Reisegesetz. Das wurde Anfang November veröffentlicht. Der Entwurf eines solchen sollte 4 Wochen lang diskutiert werden, damit er möglichst einwandfrei formuliert ist und die Zustimmung der Menschen findet. Und dann sollten die im Dezember also reisen können, wohin sie wollten. Aber da war natürlich vor allen Dingen an die Bundesrepublik gedacht. Und dieser Gesetzentwurf war unzulänglich, der hatte gewisse Schwächen. Da war wieder vorgesehen, dass die Leute also eine Ausreiseerlaubnis bekommen, also Ausreisevisum sozusagen. Gibt es in keinem demokratischen Land, da brauchen sie nur einen Pass und ein Einreisevisum für das Land, in das sie wollen. Nicht? Dann waren keine Mittel darin ausgewiesen, also wenn man über die Grenze fährt und in den Westen, da muss man ein bisschen Westgeld haben, um ein bisschen eine Brause oder so etwas zu kaufen. Also das haben die Leute sofort begriffen. Daraus schlossen sie, man will sie wieder übertölpeln oder täuschen. Nicht? Und als die Proteste da laut wurden darüber, schon in den Montagsdemonstrationen des 5. oder 6., als das Gesetz veröffentlicht wurde, kamen wir dann zu dem Schluss, also es ist ein Fehlschlag, jetzt müssen wir ohne Umschweife sofort die Dinge regeln. Und dadurch kam eine Regierungsverordnung zustande, die wir veranlasst hatten, also diese 3 Leute im Politbüro. Diese Verordnung war das, was ich dann am 9. verlesen habe. Sie wurde mir im Zentralkomitee, an der Tagung des Zentralkomitees am 9. von Krenz ausgehändigt. Da war nämlich der Minister hingekommen und hatte ihm den Entwurf gezeigt, weil der wissen wollte, stimmt's auch so, ist auch so recht. Und daraufhin bin ich dann also in die Pressekonferenz gegangen, um, ich sag's mal so, auch darüber zu informieren. Das Stichwort gab mir, wie gesagt, ein italienischer Korrespondent, der sich gerade auf dieses Gesetz berief, der wusste ja nichts von den neuen Regelungen und sagte, sagen Sie mal, war das nicht ein Fehler, nicht? Und daraufhin war das für mich das Stichwort, also zu sagen, ja, also ich kann Ihnen hier dazu etwas weitergehendes, Neueres mitteilen, gewissermaßen. Dann kam die Frage, wann ab sofort, und bekräftigte, ich hatte es ja vorher, das steht drin, ab sofort ist das und das, und bekräftigte es nochmal, ab sofort. Und daraufhin also stürmten die Journalisten raus, teilten das also ihren Redaktionen mit oder im Fernsehen, in den Nachrichtensendungen. War das ein Fehler? Ja? War das ein Versehen? War das eine Absichtssache von dem da, der das mitgeteilt hat? Wie ist das oder wie erklärt sich das? Das hängt damit zusammen, dass ich den Entwurf der Regierungsverordnung hatte. Auf diesem Entwurf ist kein Sperrfristvermerk enthalten. Denn diejenigen, die ihn ausgearbeitet haben, also diese Regierungsinstanzen, hatten ihre eigenen Vorstellungen oder Festlegungen, wie das zu geschehen hat. Und die hatten sich also vorgenommen, früh um 4 durch einen Rundfunk- oder Regierungssprecher, wie ich mir hier gehört habe, verlesen zu lassen. So, ich habe es jetzt um 19 Uhr mitgeteilt. Damit hatte diese Benachrichtigung noch gar nicht begonnen für die Grenztruppen. Also und so ist es eben passiert, dass also innerhalb einer Stunde das um die ganze Welt war, weil es ja doch eine Sensationsmeldung war. Das war ja damals der sozusagen der krasseste Ausdruck sozusagen kommunistischer Menschenverachtung, dass hier solche Grenze gezogen wird und dann machen die plötzlich die Grenze auf. Also auch dort ist es endlich passiert. War also ging um die Welt herum und es war noch nicht bis zu den Soldaten an der Grenze gekommen. Während aber im Berliner Ballungsgebiet die Menschen, also alle, die hatten die Sehen, gehört, teilten es den Nachbarn mit, stürzten aus dem Haus, schwangen sich in Trabi oder sonst wie und fuhren also zur Grenze, um gleich mal zu testen, ob es stimmt. Und da gab es dann diese konfrontative Situation, dass die Soldaten da standen, die Grenzer, und wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Nicht? Und das war eine gefährliche Situation. Deswegen sage ich immer, das eigentliche Wunder des 9. bestand darin, dass es nicht zu dieser blutigen Eskalation gekommen ist.